Willkommen zurück bei den Passcom-Brüdern. In unserem letzten VMware-Tutorial haben wir uns ins vCenter eingeloggt, haben also den Unterschied gesehen. Ja. Was ist es, wenn ich mich direkt auf den SX-Host im Gegensatz zum vCenter Genau. einlogge, wie das alles funktioniert. Und wir haben das aber alles mit dem vS4-Client unter Windows gemacht. So ist es. Jetzt gibt es als alternatives Frontend ein Nicht nur Web-Frontend, als Alternative, sondern als das ist das empfohlene. Frontend, das man verwenden Das sollte. Frontend der Zukunft. So ist es. Es sind die Features oder es gibt die neuen Features, die werden nicht mehr in den Windows-Client implementiert. Ich kann im Windows-Client, glaube ich, nicht mehr die neueste Maschine mit der neuesten Hardware anlegen. Anlegen kann ich sie nicht und verwalten kann ich sie verwalten vor allem auch kann ich auch nicht. Nicht Also ich mehr. kann dann die Einstellungen nicht mehr bearbeiten. Das heißt, ich klicke rechts und sage Einstellungen bearbeiten, dann sagt er, das geht nicht. Geh weg und mach es Dann mit muss ich dem mit dem Web-Client arbeiten. Also da geht Web-Client. auf alle Fälle der Hase hin. Und man sollte vorwiegend den Webclient arbeiten. Man sollte sich den antun und Ja, wenn es auch familiär nicht werden immer damit. Spaß macht, aber es wird Ja. zunehmend besser. Ja, das ist schön. Schauen wir uns doch mal einfach das Ding an. Genau. Was muss ich machen für den Webclient? Ganz klar, ich nehme den Browser. Voraussetzung ist schon mal die allererste, ich muss Flash Genau, installiert das haben. habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt hier auch einen relativ alten Internet Explorer, es wird auch funktionieren. Neuerer IE oder Chrome oder ähnliches wäre bestimmt von Vorteil. Ich gehe jetzt einfach auf die Seite von dem vCenter Server, surfe hier mal auf die IP-Adresse und dann bekomme ich hier auf der Startseite den Link, der heißt Login to vSphere Web Client. Da, wo man auch den vSphere-Client runterladen kann. Genau, da redirectet er mich jetzt auf die Seite, muss das SSL-Zertifikat nochmal akzeptieren Da sieht man schon, dass es also quasi und schon geht's Geflasche los. Geflashe. Also es ist eine komplette So Flash-Applikation. ist es. Das ist leider so. Hat ein paar Haken und Ösen. Die Geschwindigkeit ist nicht ganz ideal und man würde eigentlich von einem modernen Webfrontend vielleicht erwarten, dass es eher HTML5-Dinge So ist es ja. tut. VMware arbeitet da ziemlich stark dran. Also es funktioniert schon wesentlich besser als in den ersten Versionen, war es ziemlich unbrauchbar. Mal schauen, was dann noch alles kommt. Okay, aber wir müssen jetzt das nehmen, wie es ist Absolut. und schauen uns das einfach mal an. Genau. Jetzt zum Einloggen. Ich habe ja vorher schon mal kurz erwähnt, es müsste einen Administrator-User geben, den gibt es auch, nur in einem bestimmten Anmeldekontext. Wir haben ja beim letzten Mal schon mal kurz gesprochen, es gibt die Möglichkeit, Verzeichnisdienste anzuschließen und so weiter. Und es gibt auch lokale User. Und ich muss ihm jetzt angeben, dass dieser Administrator in diesem lokalen User Space liegt. Das kann ich hier hinten mit einem @-Zeichen und dann den User Space angeben. Im Standardfall ist der vS4.local. Das ist also der lokale User Store vom vCenter Server, der standardmäßig angelegt wird. Passwort ist ja auch standardmäßig VMware. Aber auch dann später, hier kann man die Single Sign-On-Sachen auch verwenden. Ich kann mir eine Sign-On-Domäne, das nennt sich Domäne, was da drin als Ja. Sign-On-Instanz gilt, als Default festlegen. Da muss ich es nicht angeben. Möchte ich mich mit einem User von einer anderen Domäne anmelden, muss ich es immer angeben. Aber normalerweise habe ich ja eine Domäne. Normalerweise habe ich eine und die ist Standard und da kann ich alle anmelden. Ansonsten muss ich es immer angeben, wie gesagt. Und momentan ist keine Standard. Und deswegen muss ich es angeben. Okay. Gut, wie schaut der aus? Ich komme hier in die Oberfläche rein Schaut eigentlich mal und sehr ähnlich schaut aus sehr ähnlich wie aus. der Es gibt aber vSphere-Client. Features, die ziemlich schön sind. Das möchte ich gleich machen. Zum Beispiel, ich möchte irgendeine virtuelle Maschine, weiß schon ungefähr, wie die heißt, und gebe hier mal vCenter ein und kriege hier sofort die Maschine. Beim anderen klicke ich da irgendwie erst Oberflächen Durch den durch und so ganzen Baum weiter. und. Zack, habe ich die hier. Dann kriege ich die hier angezeigt. Man sieht schon, das Design ist sehr angelehnt an von dem Design vom Windows Client. In manchen Sachen ist er auch übersichtlicher organisiert. Was können wir hier zum Beispiel tun? Auch die Konsole herholen, wie wir das vorher gemacht haben. Ich kann hier auf Aktionen gehen und kann sagen Konsole öffnen. Dann geht ein neues Fenster auf und ich habe hier zum Beispiel die Konsole jetzt von der Maschine. Dazu muss ich ein weiteres Plugin installieren, damit es funktioniert. Jetzt Das nicht mehr. haben wir vorher gerade Wir haben es angeboten nur erlaubt, gekriegt. jetzt ist es integriert, es funktioniert es mit verschiedenen Browsern. In Vorgängerversionen haben da nur Windows und Linux Browser ein Plugin installiert, das das dann möglich macht, die Konsole. Jetzt brauche ich immer noch ein Plugin, es gibt ein Plugin zum Installieren. Das macht Sachen möglich, wie zum Beispiel Uploads in Datastore. Wie wir das schon gesehen haben mit ISO-Images zum Beispiel, möchte ich ja da was hochladen, das verknüpft es dann zu meinem lokalen Verzeichnis und hängt es dann rein. Gut. Ansonsten funktioniert das eigentlich schon
recht gut. Mhm. Ich kriege zumindest den Screen da. Genau. Ich kann da was machen. Aktuell ist eins der größten Mankos an diesem Implementierung, dass es mit Tastatur-Layouts oft mal Probleme gibt. Wenn man jetzt Mac-User ist, vor allem, ist es etwas unangenehm, da es den Bug gibt, dass hier ganz sonderbare Tastatur-Layouts gewählt werden. Also nicht nur, dass es jetzt Englisch wäre, das Tastatur-Layout, sondern man drückt irgendein Zeichen und dann funktionieren und so kommt weiter. Aber es ist schon bekannt und ich hoffe, dass das bald mal gefixt wird. Also das ist eigentlich der größte aktuelle Hemmschuh, als Mac-User das zu benutzen. Genau. Unter Windows Browser geht es einwandfrei. So ist es. Mhm. Genau, das ist jetzt der Screen, den können wir mal wieder schließen. Wir können uns jetzt auch mal die Einstellungen von so einer Maschine im Unterschied vielleicht anschauen. Genau, hier habe ich, also ausschauen tut es genauso jetzt vom Aufruf her. Und der Screen, der aufgerufen wird, ist etwas anders aufgebaut. Man sieht schon, er lädt manchmal etwas länger. Ja. Meiner Meinung nach fast etwas übersichtlicher, wie es jetzt hier ist. Ich muss nicht irgendwas anklicken und kann hier sofort irgendwelche Sachen ändern, Festplatten erhöhen und so weiter und so fort. Wenn ich Details zu irgendeinem Gerät möchte, habe ich ja vorher draufgeklickt. Hier kann ich es ausklappen und sehe hier genau, wie es konfiguriert ist und kann hier die Konfiguration ändern. Jetzt habe ich hier zum Beispiel irgendwas angepasst. Er warnt mich ja auch gleich hier. Das ist relativ schön geworden, muss ich sagen. Also interaktiver gleich. Und genau, ich kann hier unten Geräte hinzufügen. Dann sage ich jetzt hier nochmal eine zweite Netzwerkkarte rein und sage hinzufügen. Dann taucht es hier auf als grün. Wenn ich jetzt eine zweite Gruppe hätte, könnte ich hier das andere Netzwerk auswählen und er hätte jetzt eine zweite Netzwerkkarte in einem anderen Netz drin. Wenn ich Details wähle, wieder ausklappen und hier kann ich dann die Art des Netzwerkadapters und so weiter noch wählen. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schön geworden. Mhm. Ansonsten die Reiter auf AM-Optionen gibt es ja jetzt beim anderen auch. Details immer ausklappen. Funktioniert eigentlich ganz schön. Ja, also man kann sagen, wenn es mal am Laufen ist, wenn er mal den Client hergeladen hat und wenn die Maschinendetails mal geladen sind, dann ist es eigentlich okay. Ja. Aber es braucht relativ viel Performance. Also wir hatten mal eine Installation mit einfach zu wenig Ressourcen verteilt oder auch einem Windows-Client. Ja, es braucht auch am Client relativ viele Ressourcen, da es halt in R oder Flash funktioniert. Und hat dann schon einige Anforderungen und gerade wenn man sich mit mehreren Webclients irgendwie am Client bewegt, kann das dann schon eng werden. Okay. Also, aber wenn ich genug Performance habe, dann ist es durchaus eine schöne Bedienoberfläche. Ja. Und aktuell, muss man zugeben, wechseln wir oft mal hin und her. Genau. Je nach Anforderung, gerade hat. Neue Dinge gehen im Windows-Client nicht mehr, da wechselt man um. Und manche Dinge sind etwas hakelig im Webclient, dann wechselt man wieder zurück. So ist der momentane Stand. Aber wir hoffen, dass bei der nächsten Version der... Ja, es wird immer besser. Also jede Version macht einen deutlichen Sprung im Client. Man kann sehen, dass es besser wird. Ja, das ist der neue Webclient. Das war es soweit von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Infos über unsere VoIP-Telefonanlage MobiDick und das Pascom Systemhaus findet ihr unter pascom.net. Mehr von den Brüdern gibt's jeden Freitag neu auf pascombrothers.net.